Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurzangespielt von holase-linuxgaming.de. Ich bin Meldrian und zeige euch heute The Bubs Brothers, beziehungsweise dieses komische Firefox-Fenster hier, wo sich die Leute fragen, was ist denn jetzt los? Geht der Mann auf Flash? Nein, macht er nicht. Der Mann bleibt nativen Linux-Spielen treu und hat sich verschiedenste Geschichten aus dem Synaptic oder aus dem Softwareangebot von Ubuntu installiert, unter anderem The Bubs Brothers. Wenn man jetzt The Bubs Brothers startet, aus dem Startmenü heraus, dann öffnet sich der Firefox mit eben dieser Übersicht und man landet auf dieser HTML-Seite, auf dieser schlichten Seite. Ja, jetzt sind wir hier. Da oben könnte ich die ganze Geschichte beenden. Also im Hintergrund läuft eine Serverinstanz von The Bubs Brothers bereits nach dem Start des Programms. Das sehe ich auch hier. Join your own game at Michael TH75M. Und über den Port 55299 kann ich auch updaten. Alle lokalen Spiele, die derzeit laufen, werden angezeigt, so wenn ich das richtig verstehe. Manche auch doppelt, scheinbar. Und ja, außerdem Internet Games, aber leider, leider, da passiert scheinbar nicht mehr so viel. Gut, wir ignorieren das einfach mal, dass es online wohl nicht mehr so viel gibt. Drücken nochmal kurz F5, damit auch alles funktioniert. Haben wahrscheinlich damit jetzt alles kaputt gemacht. Nein, es geht doch noch. Und sagen hier, join your own game now. Das tun wir jetzt. Und jetzt startet sich nämlich der sehr kleine, aber hoffentlich feine Client. Wenn er denn kommt, da ist er. Oh, der bereits seit einigen Minuten am Laufen ist. Das hatte ich jetzt nicht gedacht. Der ruckelt? Nein, ich glaube, der läuft nur in Zeitlupe. Wir versuchen da einfach mal rein zu joinen. Ich konfiguriere, also ich wähle mit der Maus eins dieser Viecher, dieser kleinen Kerle aus und konfiguriere dann mit Steuerung auf der Tastatur. Joystick funktioniert leider nicht, obwohl es so ein cooles Spiel wäre, um das mit Joystick zu spielen. Also rechts, links, oben und schießen. So, und schon spiele ich in normaler Geschwindigkeit. Ich war kurz nicht ganz sicher, ob das geht. Aber wir sehen, es funktioniert. Ja, The Bubs Brothers. Hoch, runter, springen und schießen. Und das in einer, sagen wir mal, für heutige Verhältnisse nicht ganz praktikablen Reaktionsweise. Also, es steuert. Oh Gott, oh Gott, was passiert hier gerade? Es steuert sich etwas merkwürdig, aber wenn man sich dran gewohnt hat, es wird mir schon gesagt, ich soll mich beeilen, dann, ja, ist das Ganze etwas anders. Kniff ist, den ich eben noch erraten musste, oder den ich mir eben noch selbst beibringen musste, die Tatsache, dass man auf diesen Blubbels, die man da so schießt, nicht nur Gegner mit einfangen kann, sondern da kann man auch drauf rumhüpfen. Was einem in die schöne Position bringt, wie jetzt gerade, dass ich da hochkomme. Ohne. Na gut, meistens da hochkomme. Ich bin jetzt auch nicht so der geübte Spieler. Aber ich kann auch einfach hier den Weg nach unten nehmen. Oh, dieses blöde Wasser. Diese blöden Extras. So, das ist der letzte Gegner, glaube ich. Zack. Noch ein bisschen Bonus eingesammelt und weiter geht's. Das ist, glaube ich, letzte Level 4 oder 5 oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Kurz warten, nicht bewegen, damit der nächste Level startet. Ist immer nach dem letzten Gegner so. So. Dann nehmen wir das mal mit. Jetzt bin ich hier irgendwas. Keine Ahnung. Ach, jetzt kann ich hier so free rumfloaten. Aha. Ah ja. Alles klärchen. So. Und tschüss. Das nehme ich alles mal mit. Punkte, Punkte. Also das Spiel gespickt mit diversen Power-Ups, um die ganze Geschichte auch ein bisschen interessanter werden zu lassen. Überzeugt. Ich war zum Beispiel hier war ich eben schon zweimal da, konnte mich quasi zweimal steuern. Einmal spielverkehrt und einmal nicht spielverkehrt. Und ja, alles in allem nicht das schlechteste Spiel. Ich habe eigentlich gedacht, okay, was schaust du dir jetzt für einen Quatsch an? War also völlig unbedarft an die Geschichte rangegangen. Aber so minimalistisch wie es wirkt, so herausfordernd wirkt es irgendwann auch. Und ich glaube, es gibt irgendwie 1 Million Level dafür mittlerweile. Oh, aber ohne Garantie an der Stelle. Nehmen wir mal alles mit hier. Da war wieder einer am Weg. Und die Krux, die halt noch existiert, ist eben diese sehr träge Steuerung. Und dass man eben denk in mehreren Ebenen denken muss, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig,
weil eben diese blöden Viecher da unten rausspringen und wieder, ja, plötzlich wieder, ach jetzt, von oben runterfallen und einem auf den Keks gehen. Vielleicht kommt wieder mein Lieblingsgeist. Oh, wie oft denn jetzt noch da oben? Ja, dumm anstellen. Gibt Bonuspunkte, habe ich gehört. So. Jetzt hat er sich dann verwandelt in so einen großen Geist, der mich am liebsten fressen möchte. Und ja, hat nicht so gut geklappt. Tutti Frutti, schön. Einen machen wir noch. Bin ja gar nicht so. Und dann ist meine blamable Vorstellung hier auch erstmal zu Ende. Wie gesagt, das Spiel kam über die Ubuntu-Quellen einfach in die aufs System. Ist, vermute ich jetzt einfach mal ganz stark, nicht sonderlich groß. Es bietet sich die Möglichkeit, was war das denn jetzt gerade? Es bietet sich die Möglichkeit eines lokalen Multiplayers, also es bietet sich auch die Möglichkeit eines Netzwerk-Multiplayers. Es können sich jetzt andere Leute auf meinen Client connecten. Das Spiel ist auf Droge, wunderbar. So lassen sich solche Sachen immer sehr, sehr einfach spielen. Wenn ich jetzt mehrere Clients hätte im Netzwerk, dann könnten jetzt hier 3, 4, 5 von den Viechern auf einer Map rumspringen. Kann ich leider nicht testen, ich bin leider nur eine Person, trotz Schizophrenie. Aber das tut man nicht alles. Jetzt laufe ich rückwärts, ein tolles Update. So, gut. Wie gesagt, eins wollte ich noch machen. Dann machen wir jetzt direkt die Abmoderation hinterher. In diesem Sinne, das war The Bubs Brothers. Ein Klon von einem Spiel, das mir gerade nicht einfallen möchte. Also das Konzept ist irgendwie, glaube ich, aus den 80ern von einem dieser Heimcomputer. Oder vielleicht von einem Spielautomaten. Falls ihr da mehr zu wisst, dürft ihr euch gerne in den Kommentaren entleeren. Und ja, dies zu dem Thema. The Bubs Brothers, relativ leicht zu installieren, relativ schwer zu meistern. Und ja, das soll es soweit gewesen sein. Hat mir Spaß gemacht. Vielleicht gebt ihr diesem kleinen Pseudoklassiker ja eine Chance. Ich habe leider keine Option gefunden, hier jetzt irgendwie Vollbild oder sowas. Also auf der Auflösung scheint es zu bleiben. Kann man nichts machen. Ich kann ja nochmal Alt-Enter drücken. Passiert auch nichts. Nun denn. Macht das gut, hört da rein. Man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Ciao, ciao.